Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge von Tentalien Retro Repair. Heute eine Sonderfolge, weil es hat sich was Besonderes getan. Sonderfolge? Ja, eine von den wenigen, die wir haben. Fantastisch. Es gibt was Neues auf dem Markt, oder es wird es bald geben, wenn die Aufzeichnung ist, natürlich bevor das Ganze irgendwann mal live kommt. Es gibt einen Gamepad-Controller für den Commodore 64 und Familie. Ihr seht, die Rechner, die hier alle aufgebaut sind, daran wird er funktionieren. Und was man dazu sagen sollte, er ist drahtlos. Deswegen heißt er auch Turbo 2000 Super Deluxe Wireless Gamepad Controller. Warum der Name so entstanden ist und was daran Deluxe ist und so super ist, das erklärt uns der Andreas, denn er ist der Erfinder dem Ganzen und wird jetzt erklären, warum, wieso und überhaupt. Und wie kamst du darauf, das Ding überhaupt ins Leben zu rufen? Gut, Erfinder würde ich jetzt mal sagen, ist fast schon ein wenig übertrieben. Im Endeffekt hat es ja fast alles schon mal gegeben, auch in dem Bereich. Das ist schon richtig. Aber es ist eine Kombination aus den Dingen, die mir einfach am Herzen gelegen sind. Ich hatte früher immer so mit einem neidischen Blick auf meine Kumpels geschaut, die Super Nintendo oder NES hatten. Und ja, mit dem Joystick, du hast irgendwann, das war so antiquarisch, hat das gewirkt, das Ganze irgendwann. Das hat dem Ganzen nicht mehr, und ich dachte mir immer schon, wieso denn nicht? Und ja, auf der anderen Seite gab es in letzter Zeit auch viele Wireless-Controller auf dem Markt schon. Stimmt. Für diese ganzen Retro-Konsolen. Und da dachte ich mir, eins und eins zusammen, und so ist das Ganze dann entstanden. Ganz genau, das war die Idee. Hervorragend. Dann schauen wir uns das Ding mal an. Ihr seht es hier schon in ausgepackter Form. Das Ganze gibt es auch mit vier verschiedenen Labeln, wie ihr hier sehen könnt. Einmal so im Amiga-Style, im Commodore-Style und zwei im Atari-Style. Also einmal mit der Holzversion und einmal mit der modernen Version oder moderneren Version, wenn man so möchte, vom 2600er oder 7800er. Und die Verpackung hier, die machen wir jetzt einfach mal auf, damit ihr mal sehen könnt, was denn das eigentlich beinhaltet. Da ist als allererstes mal eine Anleitung, eine Faltanleitung, die nehmen wir gleich mal auseinander. Dann haben wir drin hier noch den Controller selbst, natürlich schon eingepackt, damit da nichts mit passiert. So, da haben wir den Gamepad 64 in diesem Fall. Und natürlich das Dongle oder der Dongle, wie auch immer man das Ganze sehen möchte, mit einem DeSub 9-Pin-Stecker. Der hat alle klassischen Konsolen wie hier und dort und beim VC2064er entsprechend funktioniert. Alles, was wir jetzt noch brauchen, sind zwei AAA-Batterien. Die muss man sich gesondert besorgen, auf genau, jeden Fall. Genau, die sind nicht mit dabei. Ihr könnt sehen, hier in der Auslieferungszustand ist das Ganze leer. Batteriegesetze, was es da nicht so alles gibt. Das Ganze hier reinstecken, zumachen, und damit ist der Teil auch schon betriebsbereit. Mensch, dazu hast du noch nicht mal die Anleitung gebraucht. Noch nicht mal das. Es steht sogar erklärt. Aber für die, die es nochmal nachlesen wollen, haben wir hier in der Anleitung das Ganze auch nochmal haarklein erklärt. Was man zuerst machen muss, ist nämlich die Batterien einfügen, dann den Dongle anschließen, das zeigen wir gleich. Dann muss der Dongle noch gemappt werden. Ich habe noch was übergangen, ne? Ja, wenn es sich um Amiga, Atari ST oder Atari 7800 Modus oder handelt, dann muss man ihn auf jeden Fall umstellen. Er ist standardmäßig im C64. Wie das Ganze funktioniert, ist auf der zweiten Seite erklärt. Hier eine Liste, eine Mapping-Liste, die sagt, was man vorher drucken muss, um den Dongle in den entsprechenden Zustand zu kriegen, damit er mit den anderen Geräten zusammen funktioniert. Das hier noch erklärt. Es gibt eine kleine Troubleshooting-Liste, falls es Probleme geben sollte, was auch schon mal vorkommen kann, einfach zum Beispiel, weil die Batterie leer ist oder weil man mit dem Gerät zu weit von dem Finger sitzt. Sind wir gerade dabei? Auf welche Entfernung funktioniert das Gerät? 6 Meter haben wir getestet. Also das sollte für jedes übliche Wohnzimmer eigentlich ausreichend sein. Mit 6 Metern kann man wunderbar auf Entfernung vom Fernseher spielen und funktioniert immer noch. Und Dann würde der entsprechend blinken, da gibt es einen Blinkcode und dann kann man in der FAQ nachlesen, was da möglicherweise zu tun ist. Also auch sehr ausführlich. Außerdem wird hier auch erklärt, und das ist eine ganze Besonderheit, die uns auch ausgedacht hatte, der Andreas, nämlich, dass es nicht nur ein Autofeuergeschwindigkeit gibt, sondern es gibt mehrere. Das war ja wichtig für mich. Also die Chance war da mit dem Chip, den wir da genutzt haben, dass wir verschiedene Funktionen abbilden können, ja, die halt sonst nicht möglich waren. Ja. Oder nur mit viel Aufwand.
Und wenn du schon Elektronik im Einsatz hast, wieso dann nicht nutzen? Ganz genau. Und das werden wir auch gleich mal zeigen. Hier gibt es also 4 verschiedene Modi, die man über den Mapping-Button und den Feuerknopf entsprechend einstellen kann. Übrigens kann man das auch während des Spiels, die Autofeuergeschwindigkeit, wechseln, wenn man das denn gerne möchte. Und auch einstellen, ausstellen. Ich hatte schon Gelegenheit, das Ganze zu testen. Ich werde euch das Ganze gleich einmal vorführen. Wäre ja auch Banane, wenn du das Spiel ausprobieren musst, dann wieder ausstecken musst, wieder hin ganz oder genau. her. Also das war auf jeden Fall wichtig, dass du passend für dein Spiel die Geschwindigkeit dann in dem Moment einstellst, ausprobierst und dann funktioniert die Sache auch. Und noch was Schönes ist, ihr seht, wir haben Torikan nämlich schon laufen, das ist unser Testprogramm, um das wunderschön zu zeigen. Wir können auch während des Spiels den einstecken. Also wie beim klassischen Joystick auch, obwohl hier eine Elektronik drin ist. Ist das recht unproblematisch, kann man den während des Spiels reinziehen und rausziehen. Und wenn er einmal gemappt war, dann verbindet er sich auch wieder automatisch, wenn ich das richtig im Kopf habe. Nicht nur das, wenn du eine Einstellung getroffen hast, ein Mapping oder eine Autofeuergeschwindigkeit, dann merkt er die sich auch, egal ob du den Dongle absteckst, den Computer ausschaltest, einschaltest, die ist im Dongle gespeichert. Wunderbar, ganz hervorragend. Was gibt es noch zu erwähnen? Er funktioniert natürlich auch über einen Adapter hier am C16, C116 plus 4, wo das notwendig wäre, weil der natürlich kein 9-Pin-Lesup hat. In dem Fall, aber wie man es von normalen Joystick von früher kennt, einfach Adapter anstecken. Wichtig ist auf jeden Fall, der Dongle braucht Strom vom System. Also sollte man ein sich vorstellen, den woanders anzustecken, Sega Mega Drive Master System ist nicht kompatibel, die haben ein anderes Pinout für die Spannungsversorgung. Man muss halt darauf achten, dass er mit diesem Atari 2600 VCS C64 Amiga kompatibles Pinout hat, ansonsten hast du ein Problem. Es steht auch nochmal auf der Verpackung drauf, für welche Systeme der Gamepad oder das Gamepad geeignet ist. Und das jetzt erklärt auch alles, warum denn Deluxe Wireless, denn die ganze Funktionalität, das gibt den Namen, und Turbo 2000 ist eine Anspielung. Manche Nerds von euch oder Geeks und Freaks, die werden das erkennen, was damit gemeint ist. Zuschauer deiner Folgen. Spätestens die erkennen hier wahrscheinlich einiges von wieder, was denn damit so gemeint ist. Gut, was es noch zu erklären gibt, der Preis. 38,90 ist der unverbindliche Verkaufspreis, die Verkaufspreisempfehlung. Richtig. Wenn ihr Glück habt, gibt es dann halt auch einfach mal günstiger. Aber da liegen wir. Und ich habe mal geguckt, andere Gamepads, die es für 64er gibt, liegen tatsächlich etwa im gleichen Preisbereich. Aber keiner von denen ist wireless. Muss man mal ganz klar herausstellen. Stimmt. Es gibt natürlich Möglichkeiten, andere Gamepads, ich habe das auch für den Amiga mal gezeigt, Wireless anschließen, gibt es, aber dann ist es so eine Adapterlösung und kann man eben nur mit bestehenden alten oder neueren Controllern machen, nicht mit so einem klassischen alten Gamepad. Gibt es einfach noch nicht. Also es ist wirklich was Neues auf dem Markt und ich freue mich. Ja, es ist wichtig, dass man sich daran beteiligt und dass man auch was dazu beitragen kann. Das war mir wichtig an der Stelle. Ja, sehr geil. Weil das, sich selbst zu Hause komplett zu machen, ist viel Aufwand. Ja. Und wird bestimmt nicht günstiger. Ja. Das geht nicht. Also das kannst du nur machen, wenn du größere Mengen einsetzen kannst. Was man noch sagen sollte, es gibt, ausgeliefert werden die hier mit einem Aufkleber, also einen von den 4 verschiedenen, die es gibt. Aber man kann sie nachbestellen, entweder einzeln, einen, den man gebrauchen kann, oder ein 4er-Pack. Das wird dann auch über die Seite oder über den Händler entsprechend zu bestellen sein. In diesen verschiedenen Modellen einfach passend sich zu bestellen. Und im Prinzip, also wer möchte, man könnte sich bestimmt eine Lage drüber kleben. Ja, also das wäre möglich, bevor es dann irgendwie abhebt. Ja. Aber ansonsten ist man halt dazu gezwungen, dass man den austauscht oder sich halt einen weiteren holt. Eine Besonderheit hast du hier noch eingebaut. Und zwar hier bei der unteren Taste ist ein Pfeil nach oben. Warum? Warum? Ja, ich habe mir gedacht gehabt, bei diesen Controllern, viele Tasten, mehr Tasten, besser. Ja, irgendwann wird es natürlich zu viel, aber es gab halt dieses Modell mit den 4 Tasten und 3 Feuertasten habe ich schon häufiger gehört, wären am C64 möglich. Nach kurzer Recherche eben, du nutzt ja die beiden Pedal-Ausgänge und hast Feuerknopf 2 und 3. Und siehe da, es gibt ja sogar nicht nur eine Handvoll, sondern sogar einige C64-Spiele, die den Feuerknopf 2 zumindest unterstützen.
Andere haben sogar noch mehr heutzutage oder bedienen sich andere, aber die zwei auf jeden Fall noch dazu. Und ja, dann war wichtig halt für Gamepad, da denkt man gar nicht zuerst dran, Joystick hast du ja nach oben springen gehabt, nach oben Gas geben und so weiter, aber genau, beim Gamepad ist diese natürliche, die intuitive Haltung mit dem rechten Daumen dann auf Gas zu gehen oder zu springen, wie bei Mario oder sonst wo. Mhm. Und daher ist die Taste nach oben gleichzeitig dort drüben projiziert. Und ja, bei den ersten Testern hat sich ganz schnell herausgestellt, die nutzen gar nicht mehr die nach oben Taste da drüben, sondern nur noch die hier zum Springen. Also man wird dann süchtig. Ich hab's tatsächlich auch schon ausprobieren können, das Ganze getestet und das funktioniert wunderbar. Gut, dann würde ich sagen, mit der Erklärung sind wir durch. Wir kommen jetzt zum praktischen Teil. Wir haben mal den Gamepad 64 genommen, ganz klassisch natürlich. Und hier der Dongle. Den nehmen wir jetzt mal klassischerweise in Port 2. Und dann seht ihr auch schon, er blinkt. So, um ihr es verbinden zu können mit dem Gamepad, muss man nur einmal auf Auto drücken. Richtig, Holger. Und zack. Jetzt seht ihr, hier ist auch die Lampe angegangen. Zusammen mit dieser LED und jetzt sind die beiden miteinander verbunden. Das war's schon. Das Ding ist gepairt? Das Ding ist gepairt. Das Gamepad. Und jetzt wollen wir mal gucken, wie er so schön reagiert. Das ist ganz, ganz hervorragend. Also ich mache jetzt schon mal Autofeuer einfach mal an in der Grundeinstellung. Das ist jetzt die unterste Stufe und auf dem netten Beipackzettel stehen ja die Geschwindigkeiten drauf. Also Stufe 1 sind 3 Klicks per Second. Also nicht Schüsse pro Sekunde, das darf man nicht verwechseln, sondern so oft, wie ich normalerweise mit dem Finger drücken würde. Und dann 5, 8 und 13. Warum diese Zahlen? Zum einen mal, es hat sich bewährt. Ja. Ja. Zum anderen, die Geschwindigkeiten, die teilweise Joysticks von früher gebracht haben, also Autofeuer, Elektroniken, die waren teilweise viel zu schnell dann zum Schluss. Hoch bis 60 Mal pro Sekunde, was einfach kein C64 oder Amiga in einem Spiel verarbeiten würde. Oder mitgemacht hat. Es hat sich einfach wirklich bewährt. Und die ersten zwei Stufen, die kannst du als Mensch selber machen und hast damit einfach die Entlastung. Und die 8 und die 13 Mal pro Sekunde, die sind dann halt für bestimmte Herausforderungen in manchen Spielen. Wie zeige ich das hier? Das ganz normale Feuern, wenn ich jetzt also nur die 1 drücke, wenn ich schneller drücke, komme ich eben etwa auf das Tempo, aber ich müsste es halt die ganze Zeit lang halten. Da wirst du irgendwann, kriegst du Daumen. Vor allen Dingen, wenn man es nicht mehr so geübt ist. Ja, genau. Und während des Spielens drücke ich jetzt die Map-Taste und 2. Und wenn ich jetzt Autofeuer einschalte, sieht man schon, die Geschwindigkeit ist eine andere. Das ist also jetzt auf Dauer schon schneller, als ich es auf Dauer aushalten könnte. Und auch jetzt, während er im Autofeuermodus ist, kann ich auch noch auf Stufe 3 schalten. Es ändert sich noch einmal. Und aber du merkst auch hier schon, du kommst an die Grenze des Spiels. Absolut. Und man merkt es sogar jetzt noch, wenn ich jetzt auf Stufe 4 gehe und das höchste, dann seht ihr, das ist schon fast, als wenn ich jetzt eben Autofeuer ausschalte. Ihr kennt das besonders bei Turrican vielleicht, wenn man hier lange gedrückt hält, macht ihr eben diesen Effekt. Und auf der höchsten Stufe mit dem Autofeuer habe ich dann schon genau diesen Effekt, ohne dass ich jetzt lange drücken muss. Und habe jetzt das Steuerkreuz frei, wie ich dann eben das so gebrauchen kann. Also ganz, ganz hervorragend. Gut, soviel zum Thema Feuern. Kommen wir ein bisschen zum Thema der Response Time oder der Reaktionszeit, wie schnell der denn auf hier geht. Und ihr seht es, verzögerungsfrei. Ich habe es diverse Male getestet. Wirklich, das Gamepad reagiert sofort über Funk. Und egal, ob ich jetzt hier auf 20 cm oder auf 6 Meter Entfernung bin, das macht natürlich keinen Unterschied. Keine Verzögerung. Also nicht, wie man das von anderen schon mal kennt, dass er Millisekunde oder irgendwas in der Richtung dann einem das Spielvergnügen ein bisschen verknarzt. Aber hier, wunderbar. Wunderbar. Auch hier die Springtaste, die man dann mit dazu benutzen kann. Die Abfrage erfolgt hunderte Male pro Sekunde. Also in der. Also exzellent. Kann man nichts anderes sagen. Auch Diagonalsachen funktionieren. Auch das wunderbar. Also ich mache jetzt hier, ne, ihr seht, ich teste einfach nur mal drauf los, ohne großartig nebenbei noch zu schließen. Ich will keine Punkte sammeln, sondern nur zeigen, wie akkurat das Gerät dann arbeitet. Also ich bin völlig begeistert.
Ich werde damit viel, viel testen, vieles ausprobieren. Vielleicht nicht unbedingt für Summer Games, aber für Ballerspiele und alles, wo wirklich ordentlich geschossen wird, das werde ich ausführlich testen und davon dann berichten. Musst du unbedingt. Und was du jetzt noch zeigen kannst, auf jeden Fall ist neben der nicht benutzten 2-3 in dem Spiel auf jeden Fall die Sprungtaste, weil... Habe ich gerade schon gemacht. Hast du schon gemacht? Ja, habe ich tatsächlich schon gemacht. Während des Spiels. Oh, was man noch erwähnen sollte, es ist übrigens völlig unproblematisch, auch einen zweiten anzustecken. Erstens, platztechnisch passt es hier ganz wunderbar daneben. Ist kaum breiter als ein klassischer Joystick-Stecker. Und auch das Pairen funktioniert dann ganz einfach. Und man pairt erst den ersten, steckt den zweiten ran, pairt den zweiten, Thema durch. Und zwei Leute können gleichzeitig spielen. Nicht nur zwei Leute, das funktioniert übrigens auch über den User-Port-Adapter. Wenn man dort vier Joysticks anschließt, funktioniert das dann ganz genauso. Du hast auf jeden Fall eine Sache, die du erwähnen musst mit den Pairen bei mehreren Dongeln. Wenn du natürlich jetzt zwei eingesteckt hast, einschaltest, beide suchen. Wenn du jetzt mit einem auf Start drückst, auf Auto drückst, ja, dann ist es wahlweise der eine oder der andere Dongel, mit dem man sich verbindet. Ja. Deswegen am besten nacheinander reinstecken. Ihr seht, das ist unproblematisch, kann man während des Betriebs machen. Im schlimmsten Fall nochmal abstecken, anstecken, schnell genug Auto drücken, 10 Sekunden warten, wie es in der Anleitung erklärt ist. Genau. Ansonsten gibt es auf unserer Seite noch eine FAQ. Nicht nur das Troubleshooting auf dem Pamphlet hier, sondern auch noch online. Da werden wir dafür sorgen, wenn da Fragen kommen, wird die FAQ immer weiter erweitert. Okay, das war es soweit von uns. Viel Spaß mit dem Gamepad 64. Wir hoffen, euch hat die Folge gefallen. Vielen Dank für alle Kommentare, die kommen. Fragen beantworten wir natürlich wieder gerne. Und ja, vielleicht seid ihr auch auf der Amiga 37 gewesen und dort haben wir uns gesehen. Dort werden wir das Gerät möglicherweise irgendwo vorführen können. Zumindest werden wir es dort auch mit anbieten. Okay, bis zum nächsten Mal.